Und damit hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Sinking City. Wir sind im Hauptquartier der Expedition, wo wir eigentlich den Expeditionsleiter angedacht haben zu sein. Aber der ist nicht hier. Zumindest nicht auf den ersten Blick. Deswegen werden wir hier die Sache mal noch ein bisschen kontrollieren bzw. durchsuchen. Vielleicht finden wir heraus, was passiert ist. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr die Sache mit einer Bewertung unterstützt und natürlich auch den Kanal abonniert und die Glocke drückt. Da bleibt ihr mal auf dem Laufenden, würde uns sehr, sehr freuen. Ich habe mal einen Revolver wieder ausgerüstet. Das komische Geschwimmer hier soll man wahrscheinlich andeuten, dass wir hier auch unsere mentale Fähigkeit wieder einsetzen können. Oh, mit einer Hand, der ist ja richtig cool. Ich würde aber vorher mal noch ganz gerne. Scheiße. Was schwummert denn hier so rum? Ach, das sind lebendige Sachen drin, ne? Was sind denn das für Aale oder so? So, Supplies nehmen wir noch gern mit. Was haben So wir denn eine hier? Muschel habe ich noch nie gesehen. Aha. Bin ich ganz ehrlich, ich auch nicht. So, wie kann man sich schützen? Laut den von uns gesammelten Daten habe ich Orte mit paranormalen Vorkommnissen, einem starken, bisher unerforschten Einfluss auf das menschliche Gehirn. Haben die Orte mit paranormalen Vorkommnissen einen starken bisher unerforschten Einfluss auf das menschliche Gehirn. Punkt. So. Wir haben eine Liste mit Lösungsansätzen erstellt, darunter Meditationstechniken und Beruhigungsmittel, um Fälle von Wahnsinn unter den Expeditionsteilnehmern vorzubeugen. Mit Nachdruck möchte ich anraten, von all den wirkungslosen Zaubern, Talismanen, heißt es dann so, und religiösen Symbolen Abstand zu nehmen und stattdessen auf die eben genannten wissenschaftlich fundierten Methoden zum Schutze der Expedition zurückzugreifen. Professor H. Duck. Doug. Doug. Professor Doug. Wie kann man sich schützen? Okay, also scheint er zumindest doch mal hier gewesen zu sein, der gute Mann, den wir eigentlich suchen, denn dieser Professor Duck ist ja. Hier ist doch irgendwas, verfluchte Kacke. Ist ja der Expeditionsleiter, den wir eigentlich hier vermuteten zu finden. So, was haben wir denn hier noch? Drehen, 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 drehen. Diese Exemplare glitzern auf sonderbare Weise. Ich frage mich, woher sie stammen. Aus dem Wasser, eventuell. So, Fischerberichte. Die zwei Oakmont-Fischer L. Sullivan und B. Morgan berichteten von mehreren großen Blasen und einem unerträglichen Gestank, der vom Grund des Meeres nach oben gestiegen war. Von J. Harvey erwarb ich die Probe einer merkwürdigen Substanz aus dem Meer. Angeblich entnahm er sie in der Nähe zahlreicher missgebildeter toter Fische. Die Fische liegen zur Analyse vor. Mehrere Einheimische erwähnten einen Felsen, der vom Grund des Meeres nach oben wuchs und den Nebel in verschiedene Farben leuchten ließ. Die Einheimischen, die dies sahen, fühlten sich danach 2 oder 3 Tage lang krank und benommen. L.P. Stern erlitt schwere Verbrennungen, als er Teile des Felsens in seinen Keller abmeißelte. Proben zur Analyse liegen vor. Es sind wieder sehr, sehr viele Namen und ja. Das ist immer, da muss man sich doch sehr konzentrieren. Auch ist es doch erstaunlich viel zu lesen. Das weiß ich auch noch nicht, ob mir das so gefällt. Adok Anthropolog. Achso, das ist eine Frau. Okay. Sorry. Die anthropologische Fakultät der Universität von Oakmont begrüßt ihren Neuzugang, Professor Harriet Doak. Ihre bahnbrechenden Entdeckungen hinsichtlich der Herkunft der Inuit-Stämme haben zu neuen Erkenntnissen über die Menschheitsgeschichte geführt. Professor Doak
wird hier in einer neuen Expedition teilnehmen, von der man sich Informationen über die Ursache der Flut verspricht und darüber, was uns möglicherweise noch erwartet. Die Flut. Okay, gucken wir nochmal die schwarzen Bretter. Hier haben wir eine Karte von Cape Cod. Sieht so aus, als ob hier etwas war, das dann aber entfernt wurde. Das stimmt. Da war wohl irgendmal etwas angepinnt. Eine Karte von Cape Cod. Sieht so aus, als ob hier etwas war, das dann aber entfernt wurde. Das bringt erstmal nichts. Ich hätte Lust, mal reinzuschießen. Ehrlich. Macht nichts. Schusssicher die Sache. Gut. Ich meine, es zieht sich auch alles. Die Regelspielzeit ist ja, glaube ich, mit 30 Stunden angegeben. Aha. Okay, wir haben hier Vögel. Außer ein paar durchnässten Blättern ist nichts mehr von der Expedition hier. Okay. Gehen wir das auch mal nach. Die Vögel fliegen hier, die zeigen uns irgendeinen Weg. Okay. Ist das so gut? Federn und Stoff. Alles klar, ist gekauft. Ich lade erstmal unsere mentale Sache wieder ein bisschen auf. Und ich bin auch fast dafür, dass wir nochmal so ein Medi-Dingsbums nehmen. Und ich hätte auch mal irgendwie Lust, hier mal zu speichern. Auch wenn ich mir das für das Spiel eigentlich vorgenommen habe, da so die automatischen Speicherpunkte ein bisschen zu nutzen. Und nur zu speichern, wenn ich halt aus dem Spiel rausgehe. Okay, was haben wir hier? Teilweise verbrannte Ladeliste. Folgendes muss geliefert werden. Unleserlich. Grimhaven B, nicht später als Freitag. MKV Taucheranzüge 6, Sauerstoffbehälter und Pumpen 4, Konservendosen 18 Kisten, persönliche Dinge 6 Kisten mit. Namens. Unleserlich. Forschungsausrüstung 7 Kisten. Ich hätte gerne eine Kiste Forschungsausrüstung. Nicht unleserlich. Sauerstoffschläuche 24, Telefonanlage und Kabel 1, Stromgenerator 1, verantwortlich für die unleserlich. Ach du Scheiße. Ich weiß, dann muss ich auf den schießen. Okay, wo kommst du her? Und gibt's von euch noch mehr? Ich wollte dich nicht, aber du hast einfach auf uns geschossen. Das ist aber jetzt nicht der Luis, oder? Das ist jetzt irgend so ein anderer ins Marfer. Fuck, musste das denn sein? Ich hoffe, wir brauchen den nicht. So, hier haben wir schon wieder so ein Ding. Der Helm lässt sich wohl nicht mehr reparieren. Ja. Richtig. Der Helm lässt sich wohl nicht mehr reparieren. Ja, ich wollte den eigentlich auch nicht anfassen. Was ist denn hier mit dem Koffer? Da kann man nichts machen, okay. Wo kam denn der Kerl auf einmal her? Stand der schon der ganzen Zeit da hinten oder was? Wo schießt der einfach auf uns? Ist hier eigentlich noch irgendwas?
Nö, ne? Das ist halt, nachdem wir bei dem ersten Fall ich da so ein kleines bisschen dabbert angestellt habe. Bin ich da jetzt ganz gerne eine Ecke vorsichtiger mit Sachen übersehen und kontrollier's doch lieber nochmal. Aber ich finde es jetzt echt behindert, dass wir den Typen da erschießen mussten. Muss das denn sein? Ich sag mal so, wäre das jetzt ein wichtiger Mann gewesen für irgendwas? Dann hätten wir den sicherlich nicht erschießen können. Gell? Ich gucke mal ganz kurz. Wir haben jetzt ein paar Sachen. Die Fracht für die Expedition wird zu einer Anlegestelle in Bezirk Grimhaven gebracht. Okay, das heißt, da müssen wir höchstwahrscheinlich als nächstes mal hingucken. Genau, das ist die... Wie wird werden zu Grimhaven... Das haben wir. Wir haben noch... Es sind echt zu... Also es ist wirklich krass, was man findet, wie viel man findet, wo man entscheiden muss, was ist wichtig, was nicht. Was, ja, Namen, woher, das gehört, Dokument gehört irgendwie mit zu dem. Da an dem Ort findest du aber was, was zu einer anderen Sache gehört. Und dann noch viele, viele Namen. Und... die Professorin, die wir noch nicht gefunden haben. Das ist es ganz gut, dass man hier diese Sache mit diesen Gedankenspielen hat, was die ganze Sache dann immer mal noch so, also die, so einem eine Übersicht gibt, was denn jetzt wirklich wichtig ist und es einem auch da doch ein bisschen hilft, weil man nicht weiß, was so richtig jetzt zusammengehört, dass es einem sagt, nein, das ist falsch, ja, das ist richtig. Das ist eigentlich, wenn ich nicht so ein Freund davon bin, von so Try-and-Error-Sachen, ich meine, man kann hier dann einfach wild Sachen aneinander klicken und dann hoffen, dass man halt das Richtige findet. Kann man machen, man kann sich auch Mühe geben, aber das Spiel sagt einem dann trotzdem, ja, das ist richtig, nein, das ist falsch, weil wenn man das, glaube ich, nicht hätte, man würde echt verzweifeln. Wir sind ja im Prinzip noch ganz am Anfang, ich glaube ja nicht, dass es einfacher wird. Klar kommt man irgendwann so ein bisschen ins Spiel rein und... ja, weiß dann vielleicht auch irgendwann, wo ein das Spiel so hinführt, was das Spiel will. Aber... ja, es wird halt schätzungsweise nicht einfacher. Die sieht nicht gut aus. So, dann würde ich sagen, wir gucken mal... Grimhaven. In dem Fall? Nee, schon das. Gesammeltes Dokument... Die Fischerberichte zeichnen eine. Warum ist es dann... so durch... Also die Ordnung hier in dem... Die Dokumentordnung, die verstehe ich irgendwie nicht so ganz. Wo war denn jetzt... Wo finden wir denn jetzt zum Beispiel diese Ladeliste? Fallmappe? Ach ja, doch. Gut. Das gehört dann hier rein. Alles klar. Aber, das stand ja auch. Expedition und Anlegestelle im Bezirk Grimhaven. Schauen wir uns das mal an der Karte an, würde ich sagen. Gut, Grimhaven ist halt... Das machen wir vielleicht erstmal weg. So, alles klar. Okay, ja, wir sind halt irgendwo runter, ne? Und so eine Verladedingsbums suchen. Deswegen schauen wir erstmal, ne? Dass wir da mal runterrammeln. Und uns dabei vielleicht noch ein kleines bisschen Stadt angucken. Es regnet zumindest viel.
gucken, ob das auch noch irgendwann aufhört oder ob das hier so der ganzen Zeit ist. Ich finde es auf jeden Fall äußerst interessant. Lustig, wenn wir dann hier irgendwas finden, oder? Aber nein. Es sind auf jeden Fall viele, viele Leute auf den Straßen unterwegs. Das finde ich schon ziemlich cool. Was ist mit dir? Alles cool? Was ich auch immer cool finde, dass man halt die Leute so verwaffeln kann. Ich kann mich ja nicht ducken, ne? Ach doch. Ja, natürlich kann ich mich ducken. So, was haben wir denn hier Tolles? Einmal Munition. Kommen wir hier aber nicht weiter, ne? Nein, ich kann die Kisten hier zerkloppen. Ich will da jetzt aber nicht irgendwie schießen. Na gut, dann haben wir zumindest die Munition mitgenommen. Mal so eine kleine Ecke entdeckt. Was ist denn jetzt los? Ah! Okay. Kann man machen. Warst du das? Hast du den jetzt abgeknallt? Siehst komisch aus. Wer bist denn du? Smarter. Haben wir auch schon lange noch mal gesehen. Also bis auf den, den wir jetzt aus Versehen erschossen haben. Gut, da kommen wir nicht hoch. Wäre ja zu cool gewesen. Laufen alle zu zielstrebig hier rum, ne? Also laufen wir so 3 Meter hin, drehen um, laufen wieder 5 Meter zurück. Ha, das stimmt natürlich. Wir bräuchten jetzt eigentlich ein Boot so. Ihr kommt nämlich da unten jetzt auch nicht weiter. Freunde der Nacht. Hier ist wieder so ein ekelhaftes Vieh. Boah, die finde ich echt, die sind echt richtig ekelhaft. Hallo, will jemand ein Ticket? Richtig ekelhaft, diese Katzen, Mutanten, irgendwas, Viecher. Jo, dann müssen wir hier scheinbar doch außen rum. Sieht man denn eigentlich auf der Karte? Das will ich mal noch gucken. Doch, sieht man. Das heißt, wir kommen da sowieso gar nicht ohne Boot runter, weil das ja hier, also ich meine, man könnte... Ne, man kommt nicht ohne Boot runter. Das geht nicht. Das geht ganz und gar nicht. Das heißt, wir müssen da schon erstmal zu unserem Boot. Und dann genau gucken, wie wir da wieder runter zum Hafen kommen. Aber vorher gucke ich vielleicht mal noch hier hinter, ob es hier irgendwas gibt. Nee. Noch irgendwie rein. Das finde ich ein kleines bisschen schade. Ich hätte schon gedacht, dass wir da irgendwie... Essstoff. Geil. Ein bisschen mehr... Ja, oder zumindest... Ich weiß nicht einmal, dass man dann da drin irgendwie interagieren kann, aber das ist zumindest schon irgendwie so ein kleines bisschen... da irgendwo rein kann. Jetzt habe ich mich natürlich auch schon wieder total verlaufen. Ich glaube, hier runter müssen wir nicht. Da steht unser Boot. Ihr seid ja auch schon wieder hier. Komm, jetzt zählen erst noch mal eine Schlägerei an. Ich höre sterben, neuer Anfänger. So, wollen wir uns jetzt wirklich mit dem Schwarten? Ja. Das
passiert uns dann was? Oh, okay. Ist es jetzt so ein Ku Klux Klan-Typ? Ich glaube, das war nicht so gut, was wir jetzt gemacht haben. Ich wollte es doch nochmal ausprobieren. Gott, du weißt ja, dass du das gleich so durchdrehst. Das hat nichts damit zu tun gehabt, weil der schwarz war, sondern weil der den anderen da... Ich wollte ihm doch noch helfen. Fredegens. Mein Gott, der hätte ich es natürlich gelassen. Eigentlich müssen wir noch geradeaus. Oh, befallenes Gebiet? Also ich weiß nicht, die hätten sich zwischendurch schon mal so ein bisschen so Animationen ausdenken können. Und warum haben wir so viel... Das war ein großer Fehler, den wir gemacht haben, indem wir den Typen da zusammengeschlagen haben. Wir wollen doch bloß helfen. Und das überspeichere ich einfach mal. Das lassen wir jetzt mal so stehen. Hier ist ein befallenes Gebiet. Das heißt, das sind viele komische Kreaturen. Aber ich will ja eigentlich hier durch, um... Okay, das ist aber viel. Könnten natürlich ja auch einmal außen rumfahren und dann sind wir irgendwo hier unten. Kommen wir da unten an. Vielleicht machen wir das besser mal. Ich glaube noch nicht, dass wir so geil im Kämpfen und allem sind. Außerdem haben wir ja null Munition. Na komm. Null Munition. Ich muss mal gucken, ob man sich vielleicht irgendwie so eine kleine Karte einblenden kann. Unten. Also das Bootfahren ist aber, es ließ sich zum Anfang irgendwie ein bisschen komisch steuern, aber das ist eigentlich ganz geil. Das ist ziemlich witzig. Boot hier. Ich glaube, das lässt sich auch in der Tat relativ realistisch steuern. Ist halt jetzt ein bisschen schwer zu beschreiben. So, mal gucken, vielleicht können wir mit dem ein bisschen interagieren. Nee, denkst du? Kann der ja gar nicht anlegen. Denn wir können hier anlegen und dann mal darüber schwimmen. Zu dem, aber ich glaube nicht, dass wir mit dem irgendwie interagieren können. Aber ich will es trotzdem mal herausfinden. So, stehen wir hier. Gehen wir mal kurz hier rüber. Nee, hast du gedacht. Wir können aber seine Sachen klauen. Alkohol, cool. So, kurz nochmal ins Inventar. Ich weiß nicht, den müssten wir mal ausprobieren, ne, ob der wirklich so viel geiler ist, dass es sich da lohnt, das Schießpulver dafür auszugeben. Bis dahin würde ich aber mal lieber mehr von denen machen. Ich meine, unterm Strich muss es halt doppelt so gut sein, ne? Sagen wir mal so. Ich steig da ein. Unterm Strich müsste der Revolver halt doppelt so gut sein, dass sich das lohnt. Ich meine, wir verballern da jetzt bei den komischen Viechern. Ich weiß halt nicht, wie gut die jetzt waren. Aber ich glaube, auch das waren jetzt nicht so die absoluten Endgegner. Ja. Okay, hier mit dem, wenn man mit dem Boot unterwegs ist, da gibt es schon ein bisschen was zu erkunden. So. Nö, du lass mal. Ich würde ja gern... Los, jetzt haben wir die Algen im Boot. Alles klar. Jetzt hängen wir hier fest. Wo hängen wir jetzt fest? Jetzt haben wir uns richtig festgefahren. Alles klar, kommen wir jemals wieder raus. Jo, jetzt sieht's gut aus. Und fort.
Wo müssen wir eigentlich hin? Höchstwahrscheinlich, ich würde das mal da runter gucken, ne? Ich weiß ja nicht, was jetzt die Verladedinger sind. Das sind ja wahrscheinlich hier diese 1, 2, 3, oder? Also würde ich sagen, einmal nach rechts. Wir haben auch schon wieder ganz schön Leben verloren. Woher denn? So, und du wohnst hier einfach? Ich glaube, dir ist auch nochmal zu helfen. Na, witzig. Ein Floßabschleppauto. Gott, ich habe jetzt gerade gedacht, jetzt geht's Benzin aus oder irgendwas. So eine Benzinanzeige hat es ja ausnahmsweise nicht. So, das sind wir wieder hier. Geil, sind wir jetzt richtig? Jo. Geil. Jo, dann würde ich sagen, wir sind wieder am Hafen. Suchen mal diese Verladefläche. Das ist... Ich würde dir ja gerne helfen, aber das findet mein Charakter nicht ganz so geil. Von daher würde ich sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, suchen mal die Verladestation. Ich weiß nicht, hier wird es immer hell und dunkel. Wird es Nacht, wird es nicht Nacht? War die Nacht jetzt einfach bloß 3 Minuten? Das ist prinzipiell nie verkehrt. Mit den Worten möchte ich mich dann aus der Folge verabschieden. Hab vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde mich doch sehr freuen, wenn ihr... Ach, jetzt ist er auf einmal weg. Okay, alles klar. Okay, dann stellen wir uns hier hin. Ja. Damit möchte ich mich dann verabschieden. Hoffe, ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. Hab vielen Dank bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und ciao.